Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei How to Survive 2 in einer neuen Aufnahmesession. Und ich bin natürlich nicht alleine, mit mir dabei im Sonnenuntergang ist der Kilnano. Moin. Ja, wir sind wieder zurück in How to Survive 2. Wir sind total überfordert, wissen gar nicht mehr, wie alles funktioniert. Aber haben uns ein bisschen jetzt umgeguckt und hab gemerkt, dass Munition geht so langsam aus. Und da ich der Einzige momentan bin, der die Schusswaffen so verwendet, bräuchten wir natürlich nochmal Schusswaffen. Haben wir gesagt, dann machen wir einmal nochmal die Mission von Korvek. Und zwar, eine Aluminiumdose hier. Das ist gut. Und zwar die Mission Pulvergeruch. Da kriegen wir nämlich nochmal ein bisschen Schwarzpulver geschenkt. Und das ist praktisch. Hier auch nochmal eine Aluminiumdose. Die brauchen wir definitiv. Und Armbrüste herstellen. Ja, Armbrüste herstellen oder die kann man dann auch einschmelzen, um Aluminiumrohr bzw. Barren zu machen und dann Rohre. Ja, ich habe ein Aluminiumrohr gefunden. Ja, das ist ganz wichtig. Das brauchen wir für die Munitionherstellung dann. Ne, das war nicht hier. War hier noch was? Nee. War ich dran. Im Garten hinten habe ich geguckt gehabt, hier ist auch nichts mehr. Na gut, dann reden wir mit Korvek. Fine. Pulvergeruch. Now that you have. Überspringen und starten. Wir sollen 10 Nagelschachteln finden. Aber wir machen es ja eh nur, um Schwarzpulver zu kriegen. Immerhin kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte, das ist ja auch schon mal vorteilhaft. Dann spare ich am besten meine Munition auch. Ja, mit Pfeil und Bogen hier, mit normalen Pfeilen, halten die doch recht viel aus gerade. Oh Gott. Stahlschrauben, Pfeile, Stahlschrauben. Stimmt, Stahlschrauben sollten wir finden. Naja, egal. Nägel, oder? Nee, gar nicht, weil wir sollen Schwarzpulver finden, Bleikugeln und Aluminiumrohr. All das, was wir quasi alles selber brauchen. So, genau, hier war die eine Folge, wo wir nichts gecheckt haben, wo was ist. Genau. Achtung. Schloss knacken. Reifenstück. Vitamine. Oh. Oh, wo kommst du denn her, Kollege? Ey, gerade ein bisschen überfordert hier mit dem Spiel. Jetzt will ich wieder reinkommen. Ich muss kurz heilen. Hab ich noch. Nee, ich wollte. Hallo? Nein, ich wollte Bandagen nehmen, genau. Ein Hammer gefunden. Ein Hammer gefunden. Yay, zerbrochene Brille und ein Stahlriegel. Das sind alle Sachen, die brauchen wir so oder so für irgendwelche Crafting-Elemente. Oh, eine Blechplatte. Was haben wir hier? Ein leeres Klo. Ein leerer Raum. So, hier können wir ja über den Balkon hinten rüberspringen. Genau, und dann sind wir auf der anderen Seite. Orangensaft gefunden. Pflasterstein, die brauchen wir ja auch. Oh, Hundis! Jetzt geht er mir aber ganz schön auf den Nerv. Links hier raus. Da. So, regeln wir das Ganze mal mit einem Spezialangriff hier. Irgendwo reicht es auch mal, Kollege. Jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtiger spielen hier. Schwarzpulver und noch mehr Schwarzpulver.
Reifenstück und Stahlriegel. Das ist echt praktisch. Ich kann mich erinnern, dass wir beim letzten Mal noch Stahlriegel gesucht hatten. Dass ja. Wir die unbedingt bräuchten. So, bringen wir das hier mal zu Ende. Und dann der nächste bitte. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Momentan so ein bisschen auf Sparflamme mit Pfeil und Bogen. Du hast ja den besseren Bogen, oder? War doch so, du hast doch, oder die besseren Pfeile hattest du, ne? Weiß ich gerade gar nicht. Du hast die, glaube ich, mit Federn schon. Ah ja, gefederte Pfeile. Ah, das sind die trotzdem nicht One-Hit. Zombie. Und nochmal. Ciao. Hallo? Ist jemand hier? Ne, da war eine Heilpflanze. Oh, hier ist ein Letty McFatFat. Ah, ein Hund. Tot. Ja, Hund. Übertreib halt. So, der wäre auch weg. War da noch einer? Nee. Aluminiumplatte, sehr, sehr gut. Hier ist die Hunde müssen immer gleich zu übertreiben. Ja, die Hunde können echt nervig sein. Schwarzpulver, Aluminiumrohr. Also sehr gute Ausbeute hier. Schokoriegel. Ansonsten haben wir ja nichts weiter. Eine Wasserflasche, das ist auch gut. Könnte man nochmal die Karte sehen? Könnte man nochmal die Karte sehen? Ah, Select, genau, Select war das. Orangensaft. So, Aluminiumrohr, 2 Stück. Schwarzpulver, Bleikugeln. Hundi, wo kommst du denn her? Oh ja, toll, ich spring runter, das ist direkt ein Hund. Und wieder eine Bandage, so. Oh, gibt's doch nicht. So, den hätten wir auch. Können wir sogar nach der Mission ruhig mal die Fertigkeitspunkte in unsere eigenen Fertigkeiten reinstecken. Weil wir das ja quasi als Zugabe nochmal gemacht haben. Es ist ja nicht so wichtig, das in das Camp reinzustecken. Ja. Gott. Erstmal konzentrieren, wenig reden, erst mehr konzentrieren, nicht ins Spiel reinkommen. Das stimmt allerdings. Stahlriegel. Lagerschachtel. Noch ein Stahlriegel und Corned Beef. Ah, Corned Beef ist denn. Damit konnte man noch kochen, ne? Ja. Eikugeln. Was knacken. Für immer oder noch länger zusammen Errungenschaft bekommen. Also will von 15. Fortschritt. Ja. Bleiplatte.
Und was haben wir hier Schönes drin? Nix. Auch schön. Hier kann man nicht rüber. Oh, Tommy. Dann gehen wir halt so hier rein. So, und hier drin haben wir eine Limo-Dose und ein Zombie. Ja, Limo ist auch immer gut. Ciao. Auch gut. Hinten haben wir leider gar nichts. Ah, jo. Schwarzpulver. Und ein Matty McFatFat kommt von unten. Ja, ich sehe ihn da unten rumstampfen. Oh, Bleikugeln. Also doch sehr, sehr viel Nützliches hier. Gut, dass wir das jetzt hier nochmal gemacht haben. Und Stahlschrauben. Hund. Na gut, im Vorschlagkammer ist der Hund One-Hit. Oder der Rucksack. Dreh ich dich halt tot, hier. Zack. Hast du davon. Da ist noch einer. Hip. Bin ich um. Auf der Suche nach den Zombies. Bleiplatte. Also ich bin echt positiv überrascht, dass wir hier so gute Sachen finden. Alter, ich habe mich schon erschrocken. Tommy wollte gerade angreifen. Aber der war oben. Ach, da ist noch ein Fetti mit Fettfeld. So, und weg ist er. Verdammt. Zweimal daneben geschossen, was ist denn hier los hier, Extreme? Geht ja gar nicht. Das geht einfach nicht. Nee, nee, nee. Komm, dreh dich tot hier. Freundchen. Bam. Au. Nicht mit mir. Zack. Gibt's erstmal einen Pfeil in den Kopf. Könnte natürlich auch eine Nahkampfwaffe verwenden, aber ich habe jetzt nicht so einen tollen Hammer wie du. Aber reicht. Ja, ich kann ja einen machen. Ah, nee, mit Pfeil und Bogen reicht mir das eigentlich erstmal. Weil der Hammer wiegt ja auch ein bisschen was. Ja, ein bisschen. Muss ich jetzt nicht unbedingt noch mein Inventar ein bisschen noch mehr belasten. Reicht mit Knarre und Bogen. Und ich meine, nach dieser Mission habe ich ja wieder Muni. Ja. Ja, Pflasterstein. Gut. Achso, du hast echt noch was gefunden, wo man hin kann? Ja. Ich dachte schon gerade, das wäre es gewesen hier. Nein. Türe öffnen. Hello, anybody here? Oh, aber das. War es, glaube ich, aber. Ja. Ja. Gut, dann zurück zum Camp. Ja, bestätigen. Schmetterlingseffekt auf Rumenschaft bekommen. Ja, die habe ich ja letzte Folge schon bekommen. Ich weiß gar nicht genau, was das jetzt ist. Ja, mit einer Explosion Gegner töten. Ach so. Hier, Korvek. Ja, die Mission wäre dann nochmals erledigt, aber das war jetzt uns nicht so wichtig. Es ging eigentlich nur um die ganzen Rohstoffe, die wir gefunden haben. Und hier sind nochmal neue Sachen. Stahlfeder und Nagelschachtel. Ah, da guck ich oben nochmal. Ach ja. Jedes Mal, wenn man neu hier ist, sind wieder neue Sachen. Bei Aluminiumdosen. Ist ja nice. Ja, schon relativ praktisch. Ein Stock. 8mm Patronen. Nochmal Aluminiumdosen. Noch eine Rakete. Hier war nix. Hat sich gelohnt. So, auf nach oben. Dann muss ich mal schauen, hier bei der Gießerei. Ne, muss ich eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich ja das Zeug.
Das war nicht der hier, das war der Waffenschmiedgebäude, war das hier, genau. Das sind 8 mm, ich brauche 10 mm Patronen. So, ich müsste mal was essen. So, 89%. Trinken. Da noch was? Nee. Trinken bräuchte ich. Falls du noch Schießpulver hättest, könntest du das ja mal hier reinlegen. Ja, ich guck gleich mal. Ich muss auch gerade erstmal ein bisschen ausmüllen hier. Bäh. So, Aluminiumplatten. Rein. Aluminiumdosen. Auch rein. Hab sogar schon Armbrustbolzen. Weiß ich gar nicht warum eigentlich. Leg ich mal hier weg. Ja, habe ich auch schon. Terror. Auch mal mit rein. Davon eins weg. Kugelgießform. Ja, ich habe 6 Schwarzpulver. Das ist cool. Auf jeden Fall. Anderes, genau, unter anderes war das. Oh Gott. Da habe ich ja eine Menge, was weggelegt werden kann. Aluminiumdosen lege ich auch mal mit rein. Das ist ja, glaube ich, generell war das doch, wenn man hier was ablegt, zählt das für das ganze Lager, ne? So meine ich doch. Ja. Bleistücke, Reifenstücke, zerbrochene Brille, Stahlriegel, Pflasterstein. Armreif, Stahlschrauben lege ich auch mit rein. Nagelschachtel auch. Einmal Schwarzpulver, Aluminiumplatte. Tierhaut, 100-mal Bleikugeln und Bleiplatte. So, meine Lieben. Was zu trinken? Ja. Mal gucken, hier. Orangensaft hätte ich zur Auswahl oder auch Wasserflaschen. Ich guck mal, ich gebe dir Wasser. Objekt weitergeben an Kenano. Ich gebe dir mal 2-mal Wasser. Zack, hast du. Dankeschön. Bitte. Verkochen könnte ich jetzt auch weißen Tee. Macht Durstigkeit weg zu 100. Ah ja, weißen Tee könnte ich auch kochen. Ich habe nämlich gerade auch Durst, aber gerade meine 49. Ich warte noch damit. So, ich habe mir einen weißen Tee gekocht. Ach stimmt, jetzt hast du ja Schießpulver weggelegt, dann kann ich jetzt sogar noch mehr Patronen machen. 10 mm. Da sind sie. Ach, da fehlt ein Aluminiumrohr, 2 Stück sogar. Ja, die muss ich dann erstmal. Also ich kann noch welche machen. Munition? Dann hast du ja Aluminiumrohr bei dir. Dann, ja. 10 mm war es, ne? Ja. Danke. So. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Uni, wie viel habe ich jetzt? 284. Echt so viel? Ja, also ich habe ja nicht alles verbraucht vom letzten Mal. Ich gebe dir mal 170. Ja, damit komme ich erstmal eine Weile aus. Dankeschön. Ja gut, ich sehe auch gerade auf dem Timer, wir sind leider schon am Ende einer Folge. Wir haben jetzt so eine alte Mission gemacht, ja, aber wir haben dadurch jetzt ein bisschen unsere Rohstoffe aufgefüllt. Wir haben jetzt ein paar Elemente dazu bekommen, jetzt auch Munition dazu bekommen und jetzt die ganzen Aluminium-Sachen, um dann weitere Sachen zu craften. In der nächsten Folge werden wir dann schauen, dass wir dann doch missionstechnisch ein bisschen voranschreiten. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch dabei seid. Sehr wahrscheinlich dann übermorgen die nächste Folge. Wir nehmen das alles immer noch vorab auf. Guckt doch gerne bei Kenano rein. Link wie immer unten in der Beschreibung. Und wir verabschieden uns hiermit und sagen bis dahin. Tschüss. Ciao.